Liebe Leute, da sind wir wieder. Für mich ist wieder ein Weilchen her. Und ja, deswegen stehe ich auch hier vor der Gaststätte. Wir waren nämlich zuletzt vor der Bibliothek, weil wir für die Mädels Bücher besorgen müssen. Und naja, haben wir den Schlüssel irgendwo hier? Ich glaube ja. Genau, Schlüssel zur Bibliothek. Wollen wir doch mal gucken, was sich da drin befindet. Klack. Gehen wir doch mal rein. Juhu. Eine tolle Schnapppflanze. Oh. Der Dekan. Willkommen in der Bibliothek von Genua. Ihr seid also die neuen Studenten. Ja, ich bin der Dekan der Bibliothek von Genua. Wir Forscher widmen unser Leben extrem wichtigen Angelegenheiten. Warum es juckt, wenn man von einer Mücke gestochen wird zum Beispiel. Ja. Ach, wir beschäftigen uns nicht mit der Suche nach einem Heilmittel oder ähnlichem Unsinn. Was ist denn falsch mit ihm? Zu wissen, warum es juckt, ist eindeutig viel interessanter. Übrigens spreche ich auch über meine eigene Forschung, wenn die Zeit es zulässt. Ich bin ein Experte beim Untersuchen der antiken Zivilisationen, der Magie, vor allem der Legenden der späten Antike, die sich mit ihren merkwürdigen Kräften befassen. Ich habe wieder Husten, toll. So. Doch bevor ich euch mehr darüber erzählen kann, müsst ihr euer Studium beenden. Oh nö. Es ist nur so, dass... Also, Professor, wir haben es ziemlich eilig und, Ben, Ruhe! Ihr seid Studenten und in der Bibliothek werdet ihr euch der Autorität eures Professors unterwerfen. Es sei denn, ihr wollt nichts lernen. In diesem Fall verschwendet! Bitte vergebt Student Menos, Herr Dekan. Es wäre uns ein Vergnügen, eurem Unterricht beizuwohnen. Vor allem den Lektionen über die Mageliten. Stimmt's, Menos? Ja. Nun ja, da ihr so fest entschlossen seid, fangen wir an. Ich frag mich, was passiert wäre, wenn wir gesagt hätten, wir sind nicht die Studenten, aber vermutlich wäre dann sowas gekommen wie, versucht euch nicht zu verstecken oder sowas. Ihr braucht Leistungspunkte für 6 Kernfächer. Fächer, die sich mit verschiedenen Themen befassen. Unterhaltet euch dafür einfach in der Bibliothek mit meinen Forscherkollegen. Jeder von ihnen wird euch eine Aufgabe stellen, die euch Leistungspunkte für ein bestimmtes Fach einbringt. Ihr könnt euren eigenen Lehrplan wählen, ihr seid nicht verpflichtet, alle zu erledigen, aber vielleicht habe ich eine kleine Belohnung für euch, wenn ihr alle 8 abschließt. Ja, ab geht's, ha? Habt ihr alles verstanden? Ja, ich glaube schon. Hervorragend. Dann viel Spaß beim Lernen. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid. Und auf keinen Fall vorher. Ich hasse Unterbrechungen. Okay. Erinnert mich an meinen alten Professor. Ich habe immer gern gelernt. Es macht Spaß. Er scheint viel über die Magie zu wissen. Er kann uns sicher viel über die Mageliten erzählen. Ja. Ja, das mit dem Lernen ist so eine Sache. Es macht halt zum Großteil auch nur Spaß, wenn man Sachen lernen darf, die einen interessieren. Genau. Gut, wer bist du da? Guten Tag. Seid gegrüßt, junger Mann. An die Miliz gebundener Forscher. Zu euren Diensten. Apropos Dienst, wie wär's, wenn ihr mir einen erweist? Müssen wir wahrscheinlich. Perfekt. Der Händlerrat hat mich mit der Einrichtung eines neuen Patrouillensystems für die Miliz betraut. Ich habe mich genauestens an seine Anweisungen gehalten, doch ich bin überzeugt, dass irgendwo ein Fehler steckt. Halt, ich werde es euch zeigen. Nummer 5. Patrouille. Nachdem sie Wachstube X verlässt, muss jede Patrouille einen der 7 Wachtürme erreichen.
Okay, also wir haben unsere Burg da unten. Das ist unser X. Okay, und eine Wache muss irgendwo zu einem von den 7 Türmen. Okay. Die Patrouille kann einem beliebigen Weg folgen, muss aber am 6. Turm auf ihrem Weg anhalten. Aber. Okay, also die müssen nicht der Reihe nach laufen, sondern können kreuz und quer. Und am 6. halten sie halt an. Außerdem kann sie nie zweimal den gleichen Weg nehmen. Okay. Wenn diese Bedingungen immer zutreffen, wird einer der Türme niemals eine Garnison haben. Die Bedingungen. Das. Achso, ja. Also, Bedingung 1, sie halten am 6. Turm. Bedingung 2, sie können nicht zweimal den gleichen Weg nehmen. Okay, welcher von denen hat nie eine Garnison, wenn die Bedingungen zutreffen? Okay, laufen wir doch einfach mal. Sag mal, wir haben jetzt eine Patrouille. Die startet bei X. Und sie läuft zu A, B, C, D, E, F. Dann ist sie einmal im Kreis gelaufen und hält dann dort an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann bei F wäre quasi der 6. Wenn sie andersrum läuft, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann wäre natürlich A einer. Wenn sie durch die Mitte läuft, A, G, D, dann wären das, sagen wir mal, A, G, D, E, F. Dann wären es 1, 2, 3, 4, 5. Ach, dann muss sie aber noch weiterlaufen. Dann kann sie zu G wieder laufen, theoretisch. Oder zu A. Ja, wahrscheinlich. Wobei, da darf sie vielleicht nicht mehr vorbei, weil sie da schon war. Wenn sie FG läuft, sagen wir mal FG A B, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann kommt sie bis zu D. Wenn wir. Wie können wir denn noch laufen? A, B, C, D. Nee, A geht ja dann nicht mehr. Also wir haben A, wir haben F, wir haben. 3, 3, 4, 5. Wenn wir F, E, D, G, A laufen, dann haben wir 1, 2, dann kommen wir nach B. Zu D sind wir schon hingekommen. Wenn wir A, G, F, E laufen, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann landen wir bei C. Also haben wir eigentlich alles abgedeckt. A, F, G, B, C, D. Eigentlich ist dann nur. E könnten wir durch. 1, 2, 3, 4, 5. F, E, D. 6. Wir könnten F, E, D, G, F laufen, aber von F dürfen wir dann nicht mehr nach E, weil das heißt ja, wir dürfen nur einen Weg einmal laufen, also müsste es E sein. Ach ja, natürlich. Jetzt stehe ich in eurer Schuld. Falls ihr also irgendwann mal ein Problem habt, kommt einfach zu mir. Also gut. Ich mache mich auf, um meinen Bericht für den Rat zu entwerfen. Diesen Leistungspunkt für Militäreinsätze habt ihr euch redlich verdient. Ich danke Ihnen. Guter Herr, können wir irgendwas rumstöbern eigentlich? Glaub nicht. Ich stöbern. Okay, was will denn die von uns? Ich glaube, es ist eine Sie, ich weiß nicht. Tut mir leid, keine Zeit zum Plaudern. Zu viel zu tun. Es sei denn, ihr wollt mir helfen. Das mit dem Wollen ist so ein Ding. Also, alle 500 Jahre treffen sich am Himmel zwei Kometen. Bücher zu dem Thema deuten darauf hin, dass dieses Ereignis heute das nächste Mal eintreten wird. Ich möchte es auf gar keinen Fall verpassen, nur leider kann ich nicht herausfinden, wo genau am Himmel sie sichtbar sein werden. Hier, werft einen Blick auf diese Karte. Okay, Nummer 4. Unter gutem Stern. Okay, wenn die beiden Kometen eintreffen, überqueren sie die Karte immer diagonal. Sie schneiden, bevor oder nachdem sie aufeinandertreffen, keinen der Sterne.
Okay, also es ist egal, ob sie sich treffen oder nicht. Oder treffen würden. Auf der Linie darf trotzdem kein Stern sein. In welchem Quadrat treffen sie aufeinander? Okay. Also fliegen immer diagonal. Vermutlich auch nicht in die gleiche Richtung, weil sonst könnten sie sich hier nicht treffen. Okay, der eine könnte hier. Und dann trifft er hier auf den Stern. Das ist schon mal blöd. Hier wäre es theoretisch möglich, dass einer fliegt. Hier nicht, weil da ist ja direkt einer. Hier wäre auch nichts möglich. Da auch nicht. Hier könnte noch einer vorbeisausen, aber ja doch, bei den beiden theoretisch. Die andere Richtung. Wäre da ein Stern. Hier wäre auch einer. Da wäre auch einer. Und das sind nur am Eck vorbei. Nee, das glaube ich nicht. Okay. Hier darunter haben wir ja schon geguckt. Das würde gehen. Nee. Ah, das würde nicht gehen, stimmt. Eins weiter, das hier würde theoretisch gehen. Okay, von hier aber nicht. Von hier da hoch auch nicht. Da auch nicht. Wie gesagt, hier schon. Von hier unten aus. Das geht nicht, weil da oben rechts einer ist. Ah, hier ist auch gleich einer. Hier könnte einer durchflitzen. Hier wieder nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Das ist wieder eine Ecke. Okay, und von hier darunter geht nicht. Hier könnte einer. Ach so, das war ja, was wir gerade gesagt haben, ne? Ja, genau. Da ist auch ein Stern, da sind auch zwei Sterne. Okay, und von hier nach unten, da ist ein Stern. So Sterne, da ist eine Ecke. Und hier. Okay, und der andere war hier. Da, das sollte doch klappen. Okay, da müsste eigentlich da sein. Aber natürlich! Wie konnte ich das übersehen? Vielen Dank für eure Hilfe. Dafür bekommt ihr Leistungspunkte in Astronomie. Arigato. Uff. War ganz schön rumknobeln hier. Wer bist du denn? Oh, hallo. Seid ihr zufällig der Ersatztechniker, den sie geschickt haben, um mir zu helfen? Ja, natürlich. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Stimmt's? Folgendes, wir müssen die alten Rohrleitungen der Stadt austauschen. Ich versuche verzweifelt, den besten Entwurf für das Zusammenführen aller Verbindungsstücke zu finden, aber das ist eine echt harte Nuss. Los, nehmt diese Karte und macht euch an die Arbeit. Nummer 6. Volles Rohr. Volles Rohr gab es als Kartenspiel, das habe ich früher in meiner Kindheit mal gespielt. Verbindet die Punkte A und B durch ein Netzwerk von Rohren. Die Verbindungsstücke in grün lassen sich nicht verschieben, aber die alle müssen Teil des endgültigen Netzwerks sein. Okay. Komischer Satz. Bewegt die Rohre, um ein einziges Netzwerk zu bauen, das sich über die ganze Karte hinzieht. Okay. Okay, wie es aussieht, können wir nur Rohre versetzen. Und nicht drehen oder sowas. Also gut. Was mit denen? Ach, die Klötze hier in der Mitte. Ach, so sind solche Verbindungsstücke. Ach, da links sieht man es auch. Die gehören auch dazu. Es sind wohl keine Hindernisse. Und irgendwie haben die auch Anschlüsse, wie es aussieht, weil das Rohr liegt ja genau daneben. Aber die sehen so angeschlossen aus. Ach, das hat links und rechts? Boah, das sieht man ziemlich schlecht. Das hier hat auch eins oben. Ja gut, okay. Ich nehme einfach mal an, wir müssen alles mitnehmen. Okay. Dann gehen wir doch einfach mal. Das da, das und das da. Nee.
Gratis. Das da rein? Gott, ich hab genug Rohre für was ich vorhab. Ach scheiße, wir haben ja da auch noch was. Ach so, stimmt, da oben brauche ich eh kein gerades Stück. Ah, nice. Cool. Ob die Leitung so Sinn macht, sei mal dahingestellt. Ach, perfekt. Ich hatte befürchtet, es würde den ganzen Tag dauern. Danke. Jetzt muss ich die Pläne nur noch meinem Assistenten geben, wenn er zurückkommt. Wann auch immer das sein mag. Ihr habt euch eure Leistungspunkte im Bauwesen wahrhaft verdient. Cool. Wir haben schon 3 von 6, beziehungsweise 3 von 8. Hallo Pflänzchen. Oh, ich kann meinen Kopf reinstecken. Okay. Er hat gemeint, wir sollen ihn nicht stören, bevor wir halt wieder, ja, bevor wir alles gemacht haben. Du auch noch so ein Typ? Seid ihr der neue Student? Ich habe ein sonderbares Relikt mit einem Mechanismus ausgebuddelt, mit dem ich einfach nicht zur Rande komme. Habt ihr ein paar Minuten übrig? Ja, das ist nett für euch. Dieser merkwürdige Gegenstand wurde in antiken chirulischen Ruinen gefunden. Geiler Shit, ich will auch mal wieder nach Chirule. Er hat kein Schloss, nur diese bizarren Tasten mit Symbolen. Ach. Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr das Ding öffnen könntet. Ah. Nummer 3. Also gut, mysteriöses Relikt. Diese Truhe öffnet sich, wenn man die 16 Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drückt. Der goldene Knopf? Entschuldigung. Der Goldknopf muss als letztes gedrückt werden. Aha. Welcher Knopf muss als erstes gedrückt werden, um den Mechanismus zu entriegeln? Okay. Wir haben ein paar Einser, ein paar Zweier, ein paar Dreier. Und Knöpfchen mit Pfeilen. Okay. Zeigen natürlich alle irgendwo. Da zeigt eine 2 auf den Knopf. Die Zahlen gehen nur bis 3. Könnte es sein, dass es diese 3. Die Schritte, oder? Wie weit man gehen muss? Okay, also wir machen das auf jeden Fall mal von rückwärts, weil sonst. Also gut. Eigentlich hätte ich gesagt, die 2 zeigt da drauf, aber es macht keinen Sinn. Wenn das die Schritte sind, dann wäre das der Knopf. Also eigentlich. Okay, also wir müssen sowieso alle Knöpfe drücken, müssen wir uns merken. Also. Ein, der erste Knopf. Also eigentlich der letzte, aber ich zähle einfach mal 1. Der wird gedrückt durch den Knopf hier, weil der sagt, okay, geht 2 nach oben, dann ist es der hier. Also 1, zweiter Knopf. Dann dritter Knopf. Vierter Knopf. Fünfter Knopf. Sechster. Siebter. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Knopf.
Er lächelt. Ach, herzlichen Dank. War ja gar nicht so schwierig. Jetzt bekommt ihr eure Leistungspunkte in Archäologie. Dankeschön. Ja, das, ja. Cool. Ach Gott, wie viele Leute sind denn hier noch? Können wir immer noch nichts klauen, ne? Ah, okay. Was geht bei dir ab? Ihr seid Student. Ihr werdet schon sehen, Optik ist so simpel wie das ABC. Wenn es euch gelingt, eine ganz einfache Aufgabe zu lösen, bekommt ihr von mir Leistungspunkte. Ein Dreijähriger würde das schaffen. Ihr werdet schon sehen, es ist furchtbar einfach. Aha, Nummer 9. Was, Nummer 9? Hat er nicht gesagt, es gibt 8 solche Dinger, Rätsel? Naja, optische Optionen. Ein Strahl aus Quelle A muss in die Hauptleitung B gelenkt werden. Bewegt die Spiegel, um den Strahl auf Punkt B zu lenken, während ihr alle 6 Kristalle aktiviert. Aha. Ich wollte gerade sagen, das haben wir in dem Dungeon schon gemacht, aber jetzt noch mit diesen Dingern, ja, okay. Ah. Okay, wir können das umleiten. Also gut. Auf die Felder können wir natürlich keinen Spiegel setzen, ne? Ne. Okay, den da. Können wir. Oh. Und Spiegel doppelt verwenden. Weil. Ah, hallo? Und jetzt? Okay. Oh. Habt ihr es gelöst? Tja, ihr habt Leistungspunkte für Optik verdient. Geil. Was willst du von uns? Hallo, meine Freunde. Es ist mir eine große Freude, euch klassische Müllerei zu erklären. Ihr möchtet lernen, aber natürlich. Ich danke euch, meine Freunde. Eigentlich. Ach Gott, du Kacke. Nummer 7. Klassische Müllerei. Okay. Vervollständigt das Gemälde, indem ihr die Farben so platziert, dass keine. Was? Dass keine Farbe zweimal in derselben Zeile oder Spalte erscheint. Die mit einem Punkt markierten Farben können nicht verschoben werden. Okay. Also im Grunde ist es wie Sudoku, wa? Das heißt, hier und da darf kein Rot sein. Da darf kein Gelb sein. Sowieso auch kein Blau. Okay, jetzt haben wir. Da ist ein gelbes noch, shit. So, jetzt haben wir Gelb. So, das da. Da haben wir alle Farben. Hier ist ein blauer zu viel. Was muss denn da hin? Ne, grün eigentlich. Ah, fuck, geht nicht, weil dann da der blaue ist. Der rote darf da bleiben. Rot haben wir eh noch. Hä? The fuck? Okay. Okay. Wir haben hier blau, da blau. Ganz da drüben fehlt noch blau. Könnte auch rot hin, oder? Jetzt habe ich da pink hingesetzt. Ups. War da noch pink übrig? Warte mal. Da haben wir Pink. Und. Pink. Also der Pinke muss da weg, aber der Rote muss da auf jeden Fall auch weg. Eigentlich passt doch nur der Rote nicht. Was können wir denn noch ändern? Nicht Gelb, aber nee, können wir nicht. Blau können wir nicht.
grün. Nee, grün geht auch. Nee, Quatsch, grün geht überhaupt nicht. Ach, scheiße. Ich hasse Sudokus. Okay. Hier ist kein roter mehr, das ist schon mal gut. Hier haben wir außerdem keinen gelben. Hier ist kein grüner. Und hier ist noch ein pinker. Wohin damit? Wohin damit? Wer ist mit Gelb? Ja! Nice. Aha! Bravissimo! Ihr verdient euch die Leistungspunkte für klassische Melee. Dankeschön. Cool. Ja, wir haben unsere 6 Leistungspunkte ergattert. Jetzt gibt's da noch einen und hier noch jemand und ich würde einfach mal sagen, wir holen die nächsten Punkte in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß beim eventuell selber zocken und bis dahin. Tschüss.